Hallo liebe Zuschauer, heute haben wir hier einen Amica Waschmaschine mit der Bezeichnung WA47020 mit 7 Kilo Zuladung und aktuell Energieklasse E. Den möchte ich euch mal ein bisschen vorstellen. Der ist unterbaufähig, wie ihr sehen könnt, sind ja immer weniger Maschinen, die unterbaufähig sind. Da die 4 Transportsicherungen mit einer Digitalanzeige. So, dann schalten wir die Maschine mal ein und gucken uns mal die Programme an. Beziehungsweise bevor ich zu den Programmen komme, können wir mal uns den Flusensieb hier angucken. Na, der lässt sich auch ein bisschen schwer öffnen, aber das geht. Genau, hier den Flusensieb natürlich immer wieder mal aufmachen, kontrollieren, falls der nicht abpumpen tut, beziehungsweise wenn hier sich was verfängt, könnte man hier nochmal versuchen, einen Gegenstand oder was es auch immer ist, rauszunehmen. Wie gesagt, wenn er nicht ab sollte, dann könnt ihr das gerne mal kontrollieren. Ansonsten schalte ich das Gerät mal gleich ein und dann gucken wir mal, was der für Programme hat. Kurz nochmal zu den Tasten. Hier haben wir die Programmtaste, Programmwahltaste, das Display. Das ist die Taste für die Wahl der Schleudergeschwindigkeit. Dann haben wir die Zusatzfunktionstaste für die zum Beispiel für Vorwäsche und Extraspülen. Dann haben wir hier die Startzeitverzögerung und hier haben wir die Start-Pause-Taste. Dann haben wir hier die beiden Tasten. Ja, zusammen gedrückt halten, aktivieren wir die Kindersicherung. Ja, einfach beide gedrückt halten. Ich führe euch das mal vor. Ja, beide Tasten gedrückt halten. Dann habt ihr hier ein CL. Beide Tasten nochmal gedrückt halten, für mindestens 3 Sekunden ist die Kindersicherung deaktiviert. So, dann nehmen wir mal das erste Programm, das ist Baumwolle. Ja, Baumwolle kalt. Standard Schleuderumdrehungen sind 1000 und maximale Beladung 7 Kilo. Was man noch dazu extra wählen kann, ist extra spülen, ja, beziehungsweise die Zeitverzögerungstaste. Dann haben wir hier einmal Baumwolle 20 Grad, wie schon der Name sagt, abzulesen ist, der wäscht bei 20 Grad. 1000 Umdrehungen bis maximale Beladung 7 Kilo. Da kann man auch nochmal extra spülen auswählen und natürlich die Startzeitverfolgung. Dauer ungefähr, seht ihr mal 2 Stunden 45, je nach Beladung kann sich das auch ändern. Dann haben wir hier einmal Baumwolle 40 Grad, 1000 Umdrehungen, maximale Beladung 7 Kilo. Und auch hier kann man bei den Funktionen überall die Funktion extra spülen auswählen. Ja, dann verlängert sich auch die Zeit dementsprechend. Baumwolle 60 ist genau dasselbe, nur mit 60 Grad. Dann haben wir hier nochmal ein Jeansprogramm, auch bei 60 Grad voreingestellt, 1000 Umdrehungen, auch 7 Kilo Zuladung. Auch hier kann man die Funktion extra spülen dazu wählen. Ansonsten haben wir einmal Feinwäsche bei 30 Grad voreingestellt, 600 Umdrehungen und 2,5 Kilo maximale Zuladung. Auch hier natürlich wieder extra spülen bzw. die Startzeiteinstellung ist hier möglich. Dann haben wir hier einmal Eco 40 bis 60 Grad. In der Regel ist es Standard ist 60 Grad bei 1400 Umdrehungen und maximale Beladung 7 Kilo. Hier kann man die Zusatzfunktion zum Beispiel extra spülen nicht dazu wählen. Dann haben wir hier die Möglichkeit nur zu schleudern. Bei 1000 Umdrehungen ist er voreingestellt. Ja, man kann natürlich auch jetzt sagen, nee, ich möchte gerne bei 1400 schleudern. Das geht da auch, also 600, 800. Das sollen jetzt 1000 sein, 1200 und 1400 Umdrehungen. Ja, das könnt ihr nochmal ändern individuell. So, dann haben wir hier spülen und schleudern. Der dauert 20 Minuten bei 1000 Umdrehungen, maximale Zuladung 7 Kilo.
Extra spülen kann natürlich dazu gewählt werden. Dann dauert das noch ein bisschen länger. Dann haben wir hier einmal ein Hygiene Plus Programm. Der ist 90 Grad, 1000 Umdrehungen, 7 Kilo Zuladung. Auch hier extra spülen dazu wählbar. Und wie ihr seht, 2 Stunden und 17 Minuten. Ja, ja, bei 90 Grad ist natürlich die Effektivität, dass mal ein paar Bakterien mehr abgetötet werden, größer. Das heißt hygienische Wäsche. Dann haben wir hier einmal ein Synthetik 60 bei 60 Grad 1000 Umdrehungen. Zum Waschen synthetischer Textilien wie Blusen, Jacken und Mischgewebe. Bei der Wäsche von Wirkware muss wegen der losen Fadenstruktur weniger Waschmittel benutzt werden, damit sich nicht zu viel Schaum bildet. Dann haben wir hier ein Hemdenprogramm bei 40 Grad 1000 Umdrehungen. Ja, es ist halt ein Spezialprogramm für Hemden, wie schon der Name sagt. Dann haben wir hier eine Mixwäsche 20 Grad, 1000 Umdrehungen 7 Kilo. Hier dauert die Wäsche ungefähr eine Stunde. Und ja, gemischte Beladung aus Baumwollstoffen und Synthetik ist hier möglich. Dann haben wir hier einmal eine Kurzwäsche, 45 Minuten, wie ihr hier ablesen könnt. Die dauert, wie schon der Name sagt, 45 Minuten bei 40 Grad und 800 Umdrehung. Maximale Zuladung hier 2 Kilo, damit der auch einigermaßen gute Waschergebnisse erzielt. Also nicht bitte mehr, sondern 2 Kilo ist hier empfohlen. Dann haben wir hier eine Expresswäsche, 15 Minuten. Da wird mit kaltem Wasser gewaschen. Maximale Zuladung 2 Kilo bei 800 Umdrehung. Man kann aber hier sagen, die Umdrehungszahl kann man hier nicht wechseln, verändern. Das heißt, er bleibt bei 800 Umdrehungen und deshalb auch hier nur 2 Kilo. Sonst gibt es ein ganz schlimmes Waschergebnis, also nicht mehr beladen, weil innerhalb 15 Minuten schafft er nicht mehr. Ja, da sind wir beim Ende des Videos angelangt. Also eine sehr schmale Waschmaschine erstmal, der ist nur 52 cm tief. Dann ist er dazu noch unterbaufähig, 7 Kilo, 1400 Umdrehungen, großes Display, genug Programme. Also für den Preis, ich glaube, die kosten so um die 300 Euro. Ein gutes Gerät mit nützlichen Programmen und Funktionen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch die Maschine ein bisschen näher bringen und bei eurer Kaufentscheidung eventuell helfen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die gerne unter den Kommentaren stellen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Tschüss.